Need for Speed Underground. Diese Demo ist nur für Werbezwecke bestimmt und darf weder verkauft noch vermietet oder reproduziert werden. Aua, laut. Das werden wir ja nicht tun, denn wir spielen hier nur die Demo von Need for Speed Underground 1. Alle, die mein Underground 2 Let's Play verfolgen, wissen ja, dass ich, naja, schon ganz gerne mal so ein Rennspiel spiele und auch ganz gerne mal Sachen nur anteste. Und auch gerne mal Musik leiser mache. Hilfe! Alter, was ist denn da los? Ist ja schlimm. Ich bin der Meinung, ich hab's mal runtergestellt. Ist das jetzt okay? Ja, das, im Notfall ist es dann lieber zu leise. Kann ich hier zurückgehen? Ja, da habe ich mir gedacht, suche ich mir doch einfach mal den Vorgänger raus, in der Demo natürlich. Und dann schneiden wir da mal rein. Können ja bestimmt auch sehr gut urteilen, was sich da so getan hat zu Need for Speed Underground 1 und 2. Was ist da so der Unterschied dazwischen? Es liegt da nur ein Jahr dazwischen. Und wir können nur ein Quick Race machen. Na super. Also fangen wir mal mit dem Grundkurs an. Was soll's? Also an der Grafik sieht man schon eindeutig, da hat sich einiges getan. Auch wenn wir mit den Grafikmods spielen und so weiter, da gibt es auch einige Texture Packs und Grafikmods, sogar denselben Grafikmod auch für Underground 1 hier, den wir für 2 verwenden. Trotzdem schon noch ein bisschen aufpolierter in 2. Glaube ich. Und hier kann man mit linker Maustaste den Wagen drehen, ja? Falls euch das irgendwie interessiert. Aber irgendwie kann ich. Ja, ich weiß, dass wir die tunen können. Ach du Scheiße. Ne, wir nehmen Automatik. Haben wir uns den Wagen mal kurzerhand getunt und schneiden mal rein. Hab das auch nie gespielt. Also kann mich zumindest nicht erinnern. Ist ja schon eine Weile her, 2003. Deswegen weiß ich nicht, was sich da wirklich verbessert hat. Das wollte ich jetzt mit euch mal herausfinden. Wieder derselbe Song. Oh Gott, wie sieht das denn aus? Scheiße, jetzt fahr doch mal. Also man sieht schon, dass es verwandt ist und man sieht aber auch, dass es älter ist. Wow, kam da gerade wirklich eine Straßenbahn? Warum haben sie das denn nicht drin? Das wäre genau meins. Okay, und die Lenkung, die ist bedeutend anders, aber das wisst ihr, dass ich da mit fast keinem anderen Auto als mit dem Corsa fahren kann. Deswegen kann ich es jetzt gar nicht so beurteilen, wie gut der ist. Wenn ich den RX-8 dann habe, dann wahrscheinlich schon eher. Aber der driftet mir immer sehr leicht weg, hier seht ihr schon. Habe ich vielleicht einen Turbo auch? Nein, habe ich nicht. Ach, verdammt! Ich schalte die ganze Zeit runter, wenn ich Turbo machen will. Seht, deswegen bin ich so langsam. Warum kann ich denn manuell noch schalten, wenn ich die Automatik angewählt habe? So, die Kamera, die kennen wir auch. Und ich fahre den Jungs einfach mal hinterher. Da hätte ich jetzt aber auch mal. Oh Mann, ey, das ist schlimm mit der Lenkung. Also auch dieser Blur-Effekt, der hier an einem vorbeizieht. Ich habe mal in den Grafikoptionen echt alles angemacht, was geht. Weil ich mir dachte, so schlimm kann es ja nicht sein. Aber so sonderlich. Also das ist zwar schön, dass es damals auch schon funktioniert hat, ein Jahr früher, mit Blur und Tiefen und Schärfe und so teilweise. Aber bei der Grafik, es ist jetzt nicht der Oberhammer. Das verschwimmt ja eher noch alles, als dass es besser aussieht dadurch. Demospieler, sind wir also schön letzter geworden, wie sich's gehört. Ja, können auch hier wieder reingucken. Q ist also. Nein, wir gehen zurück zu Windows.
Rennen verlassen. Naja. Also die Grafik, da haben sie schon einiges getan. Auch leider konnte ich hier nicht in Widescreen. Vielleicht strecke ich es auf Widescreen, weil ich sehe es gerade auch selber in Widescreen, deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht. Naja, aber da bin ich mir jetzt nicht ganz so sicher. Jetzt hat er uns wieder anscheinend ein Random Tuning gibt da ein Memmer. Weil jetzt sehen wir anders aus. Muss ich mal sehen, weil ich habe ja eh nur 19 zu 10 Monitore. Ob das auf 16 zu 9 und 16 zu 10 natürlich, ob das da noch annehmbar aussieht oder zugestreckt. Ach so, ist ja Drag, verdammt. Okay, wo ist Hochschalten? Da, wo bei Need for Speed Underground 2 Hochschalten ist, da ist hier Runterschalten. Wie kommt man auf die Idee, auf A hochschalten zu legen? Okay. Alter, wie man abdüst. Übertourt steht hier noch da, ja? Aber irgendwie leicht das zu sehen. Fast schon. Wann man schalten muss nicht, aber wo, ab welcher Stelle es überdreht ist. Das haben sie natürlich da sehr vereinfacht. Auf einmal war es überdreht. Und man sieht ja fast nichts. Das ist ja unfassbar. Total schade. So wie das an einem vorbeischwimmt. Ich habe jetzt die ganze Zeit, wirklich bis ich das Auto hier gesehen habe, bin ich nur geradeaus gefahren. Und habe gar nicht auf die Strecke geachtet, weil ich mir erstmal mit dem HUD klarkommen musste. So, probieren wir es nochmal. Ja, das war super. Wahrscheinlich haben wir schon irgendwo ein Nitro. Und ich weiß noch nicht was. Gut, dass ihr in dem Spiel weißt, wie ich rückwärts gucken kann. Leertaste ist hier Nitro. Boah, man sieht ja nichts mehr. Hilfe. Ja gut. Das scheint mir fast dieselbe Kameraperspektive dann zu sein, wenn man abhebt. Wir probieren es nochmal. Jetzt habe ich ja alles. Alles herausgefunden. Ganz komisch. Weil ich habe bei Underground 2, weiß ich ganz sicher, nichts umgedreht. Oh Mann, fahr doch los. Idiot. Das sieht doch schon fast so aus wie in Underground 2. Jetzt habe ich es drauf. Das Spiel habe ich drauf. Immer falsch geschaltet, aber trotzdem erster. Ja, das kenne ich irgendwoher. Auch hier wieder, dass man nicht selber steuern muss, sondern nur geradeaus drückt und zur Seite rüber, wenn man den lenken möchte. Wow. Hier sehr nice. Das ist ja fast cool. Dass hier auch mal so. Bei uns fahren immer die Autos nur neben einem her, die man überholen muss. Hier kriegt man aber auch mal so voll von der Seite einen mit und hier über den Zug überspringen. Wenn ich daneben vorbeigefahren wäre, dann wäre ich voll in den Zug reingerast. Also. Das haben sie ja fast noch leichter gemacht, Underground 2. Das kann ich auf jeden Fall so mal festhalten. Aha. Hätte ich ja nicht gedacht. Vielleicht doch interessant, mal Underground 2 zu spielen. Underground 1. Zwar ein bisschen älter, aber anscheinend ein bisschen schwerer. Kann ich mich natürlich auch täuschen, aber... Vielleicht wisst ihr mehr und habt mal beide Spiele gespielt. Da könnt ihr mir ja mal Bescheid geben, ob denn Underground 1 so im Endeffekt schwerer oder leichter ist und was euch da jetzt besser dran gefällt als bei Need for Speed Underground 2. Wär ich echt mal gespannt, was ihr da so sagt. Denn im Endeffekt seid ihr die Pros und ich der Noob hier. Zurück. Hier ist zurück. Tja, online spielen würde auch schon gehen. Geht offensichtlich nicht. Hat mir nämlich gerade schon auf den Desktop gehauen, deswegen. Na gut. Sehr gut. Also hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Die Grafik ist zwar irgendwie miserabel,
man kann auch nicht so wirklich die Einstellungen richtig gut tätigen, wie es jetzt bei Underground 2 ist. Die Mods habe ich auch nicht zum Laufen gekriegt, in der Demo habe ich probiert. Auch hier verweise ich einfach mal auf mein Underground 2 Let's Play. Da gibt's Links zu den Mods, die teilweise auch für Underground 1 funktionieren, soweit ich das jetzt gesehen habe. Das heißt, das Texture Pack gibt's wohl auch für die Underground 1 Edition. Und diesen Grafikmod für die besseren Lichtquellen und bessere Feeling und so, das gibt's wohl auch für 1, weil das noch auf derselben Engine ist. Jo, da bedanke ich mich. Bis zum nächsten Let's Test, euer Reil.